Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal zu Myth of Empire. Seid gegrüßt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich war jetzt fleißig farmen. Im Offscreen habe ein paar Strukturen hergestellt, noch ein paar Kisten. Kann ich euch mal eben zeigen. Ich habe Kupfer geholt, Eisen geholt. Ich habe uns schon mal eine Werkbank hergestellt. Und ein paar Strukturen und ja, eine Menge gefarmt halt. Ne? Also, damit wir hier ein bisschen flüssiger weiterkommen. Jetzt würde ich gerne hier weitermachen. Eben hat es funktioniert. Und hier funktioniert es jetzt nicht. Okay. Die garstigen Wölfe. Die haben mich auch schon ein paar Mal gejagt hier. Ah, das, weil der noch in der Luft ist hier. So, jetzt soll es gehen. Nenn ich die Werkbank. So. Und da muss ich in Einzeldingen reinsetzen. Ne? So, 7. Heißt, ich würde den dahin machen. Dahin. Dahin. Und dahin. Und den gleichen Kram. Einen hier, einen da. Und dann müssen wir uns noch welche herstellen. Und normale Decken. So. Sieht jetzt nicht so toll aus, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall Zweige. Zweige haben wir. Okay. Dann brauchen wir noch hiervon auf jeden Fall einen. Wir brauchen... Ah, hier. Davon brauchen wir noch ein paar. Herstellen machen wir mal. Hätte ich doch direkt eigentlich besser die machen sollen. Davon brauchen wir noch einen. Lassen wir die noch eben durchrennen hier. Derzeit kann ich den da... Derzeit hätte ich den da setzen können, wenn ich jetzt nicht überladen wäre, ne? So. Jetzt aber. Dann kann ich den einen draußen setzen. Der jetzt noch nicht reicht. Aha. Was fehlt uns dafür? Ja, nix. Können wir direkt mitmachen. So. So. Dann können wir nämlich die auch zumachen hier. Viel Glück. Ne, der passt da gar nicht dran. Ja, das ist ja lustig. Passt da gar nicht dran. Aber dann machen wir hiervon noch ein. Wobei, die habe ich doch eigentlich schon gemacht gehabt, ne? 8. Der snappt dir hier nirgendwo an. Die Verbindungsstellen stimmen nicht. Okay. Echt jetzt? So, und den kriege ich hier nicht dran. Den würde ich da dran. Ach, dann muss ich da noch mehr Pillar setzen. Und machen wir mal 7 Stück. So. So, der Küttner hier. Der jetzt schon drin? Nö. So.
Der Baubereich ist blockiert. Das ist ja witzig. Wieso funktioniert denn das so nicht? Da könnte ich jetzt weiterbauen, aber hier nicht, ne? Na gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Eigentlich. Aber wenn ich hier keinen dran kriege, dann ist das schon schlimm. An den da. Oder muss ich mir da so ein Fundament, da muss ich noch eben hoch. Ich habe doch hier auch die normalen Decken reingezimmert. Holzdecke. Ah, Holzdecke. Holzdecken müssen wir machen. Sind zwar so, okay. Ah, die sind dann dunkel und werden dann hell, okay. So, ja, so sieht das doch schon besser aus. Dann ist alles im grünen Bereich. So, wo habe ich denn jetzt von den Großen, wo habe ich den jetzt hingetan? Die schon alle verbraten gehabt? Da eben noch einen gehabt. Herrgott Sakramente. Da sind sie. So. Baubereich ist blockiert. So. So. Und dann holen wir uns von den kleinen noch Holzdecken. Jetzt noch mal gucken hier. Holzdecke, dann müsste das die sein. Holzluke. Ach, ich habe Holzluken gemacht. Ich bin ein Seppel. Deshalb geht der auch nicht darin. Aber davon hatte ich doch auch welche. Ich versuche jetzt noch mal. So. So, dann würde ich sagen, machen wir noch einen. Das reicht dann erstmal, oder? Also als Grundfläche wird es, glaube ich, erstmal reichen. So, dann können wir vorne noch abstützen. Und dann da nochmal abstützen. Brauchen wir noch. Was hatten wir jetzt? Fünf, ne? So. Holzwände. Fehlt uns. Zweig. Zweige. So. Dann machen wir erstmal 13 Stück davon, ne? Bewegen kann ich mich auch noch, das ist gut. Jetzt hoffe ich, dass mein Plan so funktioniert, dass ich die da angesnappt kriege. Aber da nicht mehr. Mist.
Das ist doof. Da kriege ich ja nur so einen halben. Das ist ja. Ach, ich kann nicht ins Erdreich bauen, ne? Das ist doof. Kulischen. Wie mache ich denn das dann? Die kriege ich nicht angesnappt hier, aber warum nicht? Warum kriege ich die nicht angesnappt? Weil da Luken sind. Die nehmen wir direkt hier raus, bevor ich die noch 10-mal benutze hier. Den hätte ich ja ehrlich ganz gerne. Ich könnte es jetzt mal so versuchen. Ich versuche das jetzt so einfach mal so. Und macht er trotzdem nicht. Mist. Das finde ich doof. So, dann brauche ich von den Großen noch welche. Nummer 2. Den lässt er mich nie bauen, ne? Das ist ja gemein. Wieso lässt er mich den, hat er mich den hier bauen lassen und da nicht? Das ist ja echt fies. Maledeit. Wo muss noch ein paar Zweige? Funktioniert nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. So, und zwar Holzdecken. Davon machen wir jetzt erstmal nochmal 9. Und Wände machen wir mal 14. So. Na? Sondern reicht es aber auch erstmal für die Grundfläche, würde ich sagen. Ne? Dann haben wir ein bisschen Werkstatt. Erstmal so zum Einrichten. Vielleicht bauen wir später nochmal um. Also wir bauen bestimmt nochmal um, aber. Nam di dam dam dam. Vielleicht kann ich mich ja gerne schon mal bewegen hier, wenn ich die rauspacke. Ah, ganz langsam, okay. So. Schade, dass ich den da nicht dran kriege. Aber das ist eigentlich auch nicht so schlimm, ne? Dann verzichte ich da auf dieses Dingen. Und dann baue ich hier einfach zu. Ja, genau so machen wir dann. Und hier unten mache ich so ein bisschen stallmäßig.
Ne? So. Schön, wenn man es sehen könnte. So. Genau. So. Dann machen wir hier wieder Wände hin. So, dann können wir davon noch welche machen. Wie viel kann ich denn noch machen davon? Nochmal vier erstmal. So, und Wände brauche ich definitiv noch, ne? Eine Menge. Pumpen wir mal die 10 durch. So. Wenn ich den jetzt noch zukriege, dann bin ich selig. Das reicht mir dann erstmal. Dann habe ich hier ein bisschen Pferdestall. Aber der snappt da nicht. Hier ja, da nein. Warum nicht? Der ist doch verbunden, oder nicht? Klar, der ist doch komplett unten drin. Okay, von da macht er von da nicht. Muss man jetzt nicht verstehen. Ist aber so. Perfekt. Dann kann ich die Ecke dann nämlich zumachen. Erstmal. Und hier muss ich mir noch entscheiden, ob ich nochmal weiterbaue oder nicht. Ich lasse es erstmal offen. So, zack, da machen wir auch so eine kleine Rampe ran. Und den kann ich natürlich nicht, ne? Das ist. Wenn ich das jetzt wieder teste, ist dann auch doof, ne? Da muss ich mal später gucken. So, jetzt könnte ich aber ein paar große eigentlich noch bauen. Mal gucken, was brauchen wir für die. Großes Holz hast, genau. Strohseile. Ja, gut, das kriegen wir hin. Strohseile kriegen wir hin, weil Rinde. Rinde, so ein Quatsch. Ja, Fasern haben wir nämlich genug. Da hatte ich ja einiges gesammelt. Das heißt Seil. Lassen wir mal volle Möhre einfach alle durchlaufen. So. Dann könnte ich dann hier irgendwo noch einen Abgang machen runter zum Stall. Dann brauche ich nicht mehr außen rumrennen. Eine Türe hatten wir aber, glaube ich, noch, ne? Die könnte ich eigentlich gucken. Hatte ich nicht noch eine Türe irgendwo ein Spare? Holztüre, wollte ich da sagen. Können wir die unten schon mal reinsetzen? So. Quadratisch praktisch gut. Genau. Da muss ich auch noch gucken, ob machen wir noch eine zweite Etage oder machen wir direkt ein Dach. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir brauchen. Direkt hier die 8 auch mit durchlaufen lassen. So, ich weiß echt nicht, wie viel Platz wir brauchen. So, jetzt könnten wir aber auf jeden Fall schon mal die Werkbank stellen, ne? Da können wir uns die mal angucken hier. Die würde ich natürlich ganz gerne hier so rüberstellen. Wie groß ist denn die? Ich glaube, ich muss erst die Wand setzen, damit ich was sehe. Möchtet ja schon ordentlich haben. Ach, ich Depp.
So. So, und dann können wir die hier hinstellen, ne? So, unsere erste Werkbank, da gucken wir jetzt auch direkt mal rein. So, und da können wir nämlich jetzt auch den Schmelzofen machen, den werden wir als nächstes machen. Da brauchen wir Lehm für Stein und Sand. Das holen wir uns auch, aber ich mache hier auch noch eben zu. So. So. Ich glaube, ich mache noch eine zweite Etage da drauf. Wohnraum vernünftigen brauchen wir ja auch. Hier unten ist Werkstatt, Lagerraum. Ja. Können wir hier noch die Treppe setzen unten für den anderen? Echt jetzt? Der lässt mich den da nicht setzen. Ja, wie doof sieht denn das dann aus? Das sieht ja doof aus dann, oder? Finde ich zumindest. Wenn wir mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen tricksen können. Das nicht ganz so dusselig aussieht. Lässt damit mit. Da würde er mich die hinsetzen lassen. Aber optisch sieht es natürlich schöner aus. Komm, wir machen die dahin. Optisch sieht es natürlich definitiv schöner aus. So, dann haben wir noch hier. Den würde ich ganz gerne noch setzen. Ja. Ah, da lässt er mich den nicht hinsetzen. Okay, was haben wir dann? Er snappt nicht da an der Treppe, ne? Wie doof. So, den machen wir dahin. Schade, so ein Treppengeländer machte uns nicht. So, nochmal eben gucken. Genau. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Dann hat unser Pferdchen jetzt auch seinen eigenen Platz. Da brauchen wir noch ein paar Zweige für die Großen. Ne, falsche Kiste. Die testen wir mal hier. So. Ich die mal raus. Alle Zweige verbraten? Echt jetzt? Wei, oh wei. Okay, dann kann ich noch mal Farben gehen ordentlich, ne? So. Ist jetzt die Frage, mache ich das so und den Aufgang? Mach so und den Aufgang nach da. So. Kann ich denn noch eine Treppe herstellen? Dann könnten wir das mal direkt testen. Nummer zwei, die kriegen wir noch gerade eben hin.
Wegen der Fahne, ne? Sie die nochmal wegnehmen. Die müsst ihr nochmal wegnehmen hier. Ne, nicht vertikale Holzmauer zerstören. Geht die Treppe da runter, das natürlich auch. Da muss ich erstmal gucken, jetzt wie ich die Treppe am besten setze. Muss ja eigentlich von hier aus schon kommen, ne? Eigentlich muss ich so da. Ey! Dusseliges Ding. So. Super, jetzt habe ich kein. Das war so klar. So. Da muss ich. Ich hole mir jetzt nochmal ein paar Zweige hier. Das kann ich jetzt so nicht. Das kann ich so jetzt nicht stehen lassen gerade. Heißt jetzt, wir brauchen definitiv eine Treppe. Ich hole mal noch ein paar Zweiglein. So, aber in der nächsten Folge definitiv ziehen wir mal ein bisschen los. Wir müssen jagen gehen. Ich brauche ein bisschen Fleisch. Und wir müssen uns mal ein bisschen noch die Gegend angucken. Ich habe ja Lehm gefunden und Kupfer gefunden. Lehm unten am Wasser, Kupfer oben in den Bergen. Eisen liegt hier eine Menge rum. Ich werde dann auch schon mal den Schmelzofen vorbauen. So. Genau, so. So, dann müssen wir den da abreißen. Ach Gott, da war eine ganze. Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Okay. Nein, du sollst nicht nur einen herstellen. Stellen wir mal direkt. Vier waren das, ne? Vier sind die groß. Dann stellen wir bitte noch drei her. So. 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 Jetzt brauchen wir noch 1, 2, 3, ne? Nochmal 3. So. 3. So, dann können wir die nämlich dann auch zumachen. Ne, 4 hätte ich gebraucht, Mist. Aber 4 konnte ich eh nicht bauen. Doch, 1 kriegen wir noch hin. Ja, die machen wir noch zu. So. Ja, dann werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein bisschen farmen gehen und ein bisschen was herstellen, mir ein bisschen Gedanken machen.
Und wir sehen uns dann hoffentlich zur nächsten Folge wieder, wenn ihr einschaltet. Da wollen wir dann auf jeden Fall ein bisschen erkunden, jagen gehen. Und wir haben mal runter zum Wasser. Ich kann euch dann noch was zeigen. Da ist noch so ein Lager. Ja, bis dahin auf jeden Fall, liebe Leute, herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Däumchen, Kommentar, ihr wisst, ich freue mich immer darüber. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gewogen, euer Dexter. Bye, bye.